Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Anja und ich habe heute eine wunderbare Gästin bei mir zu Hause. Wir machen das nicht online, sondern wir sind beide hier und teilen uns ein Mikrofon. Und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Die liebe Mary ist da. Hallo Anja, ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Es ist total toll, dass wir uns live und auf Ton praktisch hier sehen. Ja, eigentlich, ich habe schon so viel von dir gehört, über 1000 Ecken in den Nerdcasts, aber ja, wir haben uns jetzt heute das allererste Mal wirklich live gesehen, toll. Ja, das ist richtig. Und die Mary, die hat mir etwas ganz, ganz Tolles mitgebracht, nämlich ihr neues Buch. Und das verrät ja auch schon eine Kleinigkeit über sie, aber vielleicht magst du dich nochmal selber ein bisschen vorstellen. Ja, sehr gerne. Wer Podcasts so im Nerd-Bereich hört, hat mich vielleicht schon als Podcasterin beim WhoCast, dem deutschen Doctor Who-Podcast, als Gästin gehört oder auch beim Grauen Rat, dem Babylon 5-Podcast oder Radio Amphipolis, mein eigener Xena-Podcast, den ich zusammen mit dem Sascha Erler mal mehr und mal weniger regelmäßig mache, wie das so ist. Und nebenher schreibe ich auch Bücher und der Anja habe ich heute mein Buch Draußen mitgebracht, das ich unter dem Namen Mary Stormhouse veröffentlicht habe und das im letzten Monat mit dem Fantastikpreis Seraph ausgezeichnet wurde. Genau, ich kannte den Preis nicht. Die Mary musste mich vorher ein bisschen aufklären. Und ich halte gerade ihr Buch in der Hand und das ist sehr, sehr schön. Ist so ein bisschen Anime-mäßig, das Cover, finde ich. Ja, das ist total richtig. Das hat meine liebe Freundin Juliet May, auch Autorin und ganz tolle Illustratorin, gemacht. Die ist ein unheimlicher Anime- und Ghibli-Fan und das Buch ist so ein bisschen solarpunkig und solarpunk ist ja bei den Ghibli-Filmen auch ganz, ganz viel drin. Deshalb wollten wir da so einen Hauch von Ghibli ins Cover stecken. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf die Geschichte. Magst du mal ein bisschen über die Geschichte etwas erzählen, ohne zu spoilern? Ja, sehr gerne. Also die Geschichte ging mir schon relativ lange im Kopf rum. Und zwar ist die Ausgangssituation, ein Mädchen namens Nalani wächst in der Welt der Komplexe auf. Das ist praktisch eine virtuelle Realität, so ein bisschen wie die Matrix, allerdings mit dem Haken, man muss zwischendurch sich noch ausloggen und sich um seinen Körper kümmern. Dass man das auch richtig macht, darauf achtet eine AI, die einen rausschmeißt, wenn man zu lange seine Muskeln nicht bewegt hat. Und das sollte es manchmal auch für Nerds geben, finde ich. Ja, genau. Also so ein bisschen habe ich auch Sachen, die mich bewegen, reingepackt oder die mich halt nicht bewegen. Ne? Man kennt das, wenn man länger... Also die Smartwatch sagt ja manchmal schon, es wird Zeit, sich zu bewegen. Ja, das müsste Baldur's Gate 3 vielleicht auch machen oder ich weiß gar nicht, welche... Ein paar Konsolen haben das gemacht. Ah, die Wii Fit hat das häufiger, glaube ich, auch gemacht. Okay, wenn die das nicht machen würde, dann würde sie ja ihrem Namen auch nicht gerecht werden. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, Nalani ist eigentlich mit ihrem Leben in den Komplexen ganz zufrieden und in ihrer Bubble ganz happy, bis auf einmal Caden auf sie drauf kracht in der echten Welt oder zumindest in dem Raum, den sie als die echte Welt kennt. Und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände landen beide in der Welt draußen. Daher auch der Name des Buches, Draußen. Und wir erleben dann mit der Protagonistin Nalani, ja, die praktisch wie ein neugeborenes Kind mit der Welt draußen konfrontiert wird, was das auf einmal bedeutet, von drinnen in einem Leben in der virtuellen Welt komplett nach draußen zu gehen und auf einmal Natur zu sehen. Das finde ich super spannend, weil es ist ja wie in unserer Welt halt komplett umgekehrt. Also gerade das, was wir jetzt so erleben mit Virtual Reality, auch nochmal so wie bei Ready Player One, wo sich ja die Welt auch irgendwo einfach nur online abspielt und die Leute wollen alle irgendwie immer mehr online sein und können gar nicht mehr die Natur genießen und so ist es jetzt einfach umgekehrt, ne? Also quasi das Leben draußen wird auch dann wieder ganz anders wahrgenommen, als wenn wir jetzt online irgendwas wahrnehmen. Also diese umgekehrte Welt finde ich ganz cool. Ich bin sehr gespannt, wenn ich es dann lese.
Ja, es ist ein Einzelband und es ist relativ kurz. Ich muss gestehen, obwohl ich in der Bookbubble ja viel unterwegs bin, ich habe eine Vorliebe für kurze Bücher, gerade für so 200 Seiten Science-Fiction-Dinger, die man mal zwischendurch im Alltag lesen kann. Bevor ich mir halt so ein 800 Seiten Fantasy-Buch schnappe, finde ich das immer total angenehm, einfach mal schnell in eine andere Welt zu schlüpfen. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Gerade jetzt momentan wächst mein Stapel ungelesener Bücher ja wieder ins Unermessliche. Wer meinen Buchpodcast verfolgt, weiß, dass ich spät dran bin mit der dritten und vierten Folge. Das liegt daran, dass ich im März nur zwei Bücher gelesen habe und eins davon war ein lustiges Taschenbuch. Also es ist nicht gerade viel. Es war sehr, sehr viel los bei mir, deswegen habe ich es einfach irgendwie nicht geschafft und im April habe ich gar kein Buch in die Hand genommen und deswegen werde ich diese Buch-Podcast-Folge so ein bisschen, ja, noch ein bisschen ziehen, bis ich mindestens drei Bücher gelesen habe, dachte ich mir, sonst wird der Podcast wirklich ein bisschen dünn. Ja, das, was du mir hier mitgebracht hast, wäre ja schon der ideale Kandidat. Ich habe mir letztens von einer, ich sag mal, Indie-Autorin, von einer anderen Indie-Autorin, die auch selbst verlegt, ein Buch bestellt. Und zwar sind es eigentlich drei Bände, die sie aber jetzt in einem Gesamtband rausgebracht hat. Aber das sind jetzt über 1000 Seiten. Das ist so ein fettes Buch. Da bin ich mal gespannt, wann ich mir das vornehme zu lesen, weil da weiß ich, da werde ich sehr, sehr lang dran zu knabbern haben. Da müssen wir jetzt im Anschluss nochmal drüber reden, weil ich glaube, ich weiß, welches Buch das ist, weil ich da neulich noch drüber gesprochen habe, dass die drei Bände in diesem einen Buch wirklich viele, viele Seiten sind. Es ist von Melanie Strohmeier. Dann weißt du, welches ich meine. Ja, das werde ich aber sicherlich auch noch im Buchpodcast besprechen. Genau, das letzte Buch, was ich gelesen hatte, war ein Fantasy-Buch. Was war es bei dir? Das ist eine ganz gute Frage, weil ich habe auch relativ wenig gelesen in den letzten Monaten. Letztes Jahr war ein super Buch, ja, da habe ich 35 Bücher geschafft, war auf mich selber wahnsinnig, wahnsinnig stolz und ging mit totaler Euphorie in dieses Jahr und habe nicht mit den Dingen gerechnet, die das Leben mir so entgegenwirft. Und es war ein Comic vom Image Verlag, der sehr, sehr cool war. Irgendwas mit Down. Okay. Ich habe es vergessen, aber sehr, sehr cool. Okay. Wie ist das denn so bei dir mit deinem Schreibprozess? Du hast ja jetzt gesagt, dass dein letztes Buch hier draußen ist relativ kurz, aber wie lange hat das denn so im Schnitt für dich gedauert? Also von der Idee bis zum fertigen Buch, so ungefähr. Das fände ich mal ganz interessant. Also das ist bei jedem Buch eigentlich ein komplett anderer Prozess. Ich denke, da ist jede Autorin, jeder Autor auch anders. Bei draußen, das ist jetzt mein zweites Buch, oder könnte man meinen, ich hätte schon so ein bisschen Routine auch im Schreiben, ist aber auch noch ein bisschen ein Sonderfall, weil die Idee für draußen hatte ich schon vor 10 Jahren ungefähr, weil mich das Konzept irgendwie total begeistert hat. Da sind dann noch ein paar andere Sachen, die da mit reinkommen. Da würde ich jetzt aber spoilern und deshalb lasse ich das. Aber die Idee einfach, die Welt draußen neu zu entdecken und nicht einfach rauszugehen, wie wir das jeden Tag machen, sondern das Ganze nochmal neu zu entdecken und sich darüber freuen, wie schön das sein kann und dass wir Menschen uns vielleicht mal ein bisschen zusammenreißen und darauf achten, dass unser Planet wirklich so erhalten bleibt, wie er jetzt ist, war mir damals schon Anliegen und das wird ja mit jedem Jahr eigentlich brisanter. Und auch das, was mit den Menschen passiert ist auf der Erdoberfläche, hat einen relativ aktuellen Bezug noch, obwohl die Idee, wie gesagt, schon sehr, sehr alt ist. Und ich habe letztes Jahr dann, Anfang des Jahres, eigentlich an einer Space Opera geschrieben. Also ich plane eine dreiteilige Space Opera, Nova Dust, die habe ich, das Cover ist fertig, ich weiß genau, was passiert. Aber ich brauche auch die Zeit, das zu schreiben. Und ich erstellte dann letztes Jahr kurz vor der Leipziger Buchmesse fest, das wird wohl nichts. Ja, was mache ich denn? Eigentlich möchte ich gerne ein neues Buch mitnehmen, weil mit dem Debüt, mit dem ersten Roman, ja, fremdel ich so. Also irgendwie, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich dann andere auch, die mal was geschrieben haben. So mit dem ersten ist man vielleicht nie ganz zufrieden oder ich bin auf jeden Fall nicht so komplett zufrieden und ich wollte auf jeden Fall was Neues, Cooles mitnehmen. Und mein Mann sagte, ey, bist du wahnsinnig jetzt irgendwie so kurz vor der Leipziger Buchmesse, meinst du, du schreibst noch ein Buch? Und ich war dann bei meiner Freundin Juliette May, die auch Autorin ist, halt in Wien zu Besuch und habe dann angefangen, dieses alte Konzept, was halt mehr oder weniger schon grob da lag, wo ich einfach dann praktisch nochmal drüber gegangen bin. Und ich habe das Buch selber innerhalb von einem Monat geschrieben und dann halt auch lektorieren und korrigieren lassen. Also das war halt schon
ein Ritt. Mhm. Also das empfehle ich auch niemandem, das unbedingt so zu machen. Ich mache das jetzt bei meinem aktuellen Buch, an dem ich schreibe, auch wieder so ein bisschen so, weil einfach, also im Prinzip ist heute Manuskriptabgabe, wenn ich ganz ehrlich bin. Und es fehlen noch ein paar Wörter und so ein bisschen muss grob geschliffen werden, bevor das jetzt aber erstmal ans Lektorat geht. Und ich kann halt auch unheimlich gut unter Druck arbeiten. Es kommt halt erschwerend hinzu. Es kommen halt gerade auch als Freelancerin immer noch andere Sachen oben drauf, die zuerst erledigt werden wollen. Und dann steht man da und denkt sich, ah ja, Mist, da wollte ich eigentlich rausgehen jetzt. Dann nehme ich mir jetzt mal 4-5 Tage frei und dann schreibe ich richtig viel. Ich glaube, das kommt dann auch wirklich so ein bisschen immer auf die Lebensumstände des einzelnen Autors, der einzelnen Autorin an. Bei dir, ne, ist es ja so, du schreibst, du bist Freelancerin, du kannst deine Zeit so halbwegs frei einteilen, ne. Das habe ich schon mal gehört bei anderen Autoren, die das auch so ähnlich handhaben. Aber es gibt bestimmt auch Autorinnen, die vielleicht wirklich noch in so einem Angestelltenverhältnis leben und die sich dann in der Freizeit quasi die freie Zeit auch irgendwie nehmen müssen, um dann zu schreiben. Also manche, die stehen dann vielleicht um 5 Uhr morgens auf und setzen sich direkt dran und schreiben irgendwie 2 Stunden und dann geht's ab zur Arbeit. Wie ist das so bei dir? Was ist so deine Schreibzeit? Ja, ich versuche jetzt gerade, weil ich halt auch mehrere Bücher jetzt noch in Planung habe und das Ganze so ein bisschen mehr professionalisieren will, versuche ich das halt auch strukturiert in den Alltag zu bringen. Und das heißt, ich habe meistens morgens mein erstes Schreibfenster so zwischen 8 bis 10. Und dann habe ich tatsächlich das nächste abends oder nachts. Weil ich weiß, das sind Zeiten, da kommt mir halt keiner dazwischen. Da kann ich halt echt gut arbeiten. Und ich merke halt, morgens ist halt der kreative Output relativ groß. Wenn ich anschließend irgendwie für Kunden was bearbeitet habe, Texte über Technik geschrieben habe, dann sich erstmal wieder, also es funktioniert sich nicht, sich da hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt mache ich mal eine halbe Stunde irgendwie am Buch. Meistens nicht, dann eher ein Konzept oder irgendwas feilen oder nochmal zu überlegen oder was recherchieren. Das schiebe ich dann schon mal ein, wenn ich merke, ich habe eine halbe Stunde. Aber tatsächlich ist danach dieses Abendfenster so zwischen 20 und 1 Uhr ziemlich gut. Und tatsächlich ist auch dieses Strukturieren und sich zur Regelmäßigkeit des Schreibens, zwingen ist das falsche Wort, aber das wirklich in seinen Tagesablauf einzubauen und so sich zu sagen, ja, ich bin das wert und meine Geschichten sind das wert und das behandle ich genauso, als wenn ich jetzt ja einen festen Termin im Yogakurs habe oder auch wirklich was arbeiten muss. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch irgendwie so ein bisschen Routine reinzubringen, dass wenn man jetzt, sage ich mal, abends dann was anderes macht, man vielleicht doch irgendwie merkt, oh, da fehlt mir jetzt irgendwie was, also irgendwie so ein bisschen der Output oder irgendwie einfach das Sitzen an der Geschichte oder ja, was weiß ich, ne? Also, dass man dann trotzdem irgendwie merkt, okay, das fehlt mir jetzt, dann muss ich morgen weiterschreiben und dass man wirklich einfach dranbleibt, ne? Ja, und vor allem, dass man sich selber das halt auch wert ist und dieses Kreative halt auch einbaut. Kreatives Schaffen wird ja in unserer Gesellschaft immer so ein bisschen, ja, spöttisch, so mit so einem Seitenblick beachtet immer noch. Und ja, da kann man nicht mit reich werden. Nee, vielleicht nicht. Aber vielleicht ist das was, was der Seele gut tut. Und wir lieben ja auch alle Geschichten. Also gerade, glaube ich, die Menschen, die jetzt so im Nerddom unterwegs sind, wir mögen ja alle geile Geschichten. Voll. Und deshalb finde ich das total wichtig, sich auch darauf einzulassen. Und da geht es halt auch nicht um Geld oder Preise oder einfach um das Machen halt auch. Und das ist total schön. Und ich muss gestehen, dass ich das am schönsten finde, wenn dann jemand auf mich zukommt und der sagt, hey, toll, ne, das hat mich total bewegt, dein Buch, deine Geschichte. Also ich hatte eine Leserin, die war echt mit Tränen irgendwie in den Augen mir so eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, oh, ich fand das so schön und das hat mich so bewegt. Und dann, ja, ne, für diese eine Leserin. Ja. Das ist dann ähnlich wie Radio Amphipolis, wir haben ja nicht so viele Hörer, weil Xena als Serie auch einfach nicht mehr so bekannt ist. Aber die dann auf mich zukommen und sagen, ja, das ist so geil, für die paar machen wir das. Das ist einfach total schön. Ja. Oh, und da habe ich eine total lustige Geschichte. Ich habe ja gerade den Seraph dann auf der Leipziger Buchmesse entgegengenommen im Astarion Cosplay, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Preis gewinne. Also es war halt nur die Nominierung an dem Abend bekannt. Und ich hatte vorher halt auch noch Standdienst. Also ich bin halt mit Freunden beim Wunderzeilen Verlag am Stand und wir managen das alle selber. Also da verkaufen die Autorinnen alle selber und kassieren ab. Und erstmal sind wir zu spät da reingekommen, der wollte uns gar nicht reinlassen und da musste ich noch sagen, ja, ich bin aber nominiert und dann hat er uns so reingelassen und wir sind so nach ganz hinten geschlichen. Und dann merkte ich schon in der totalen Laudatio von Christopher Abendroth so, okay, da geht's um mein Buch. Ich sollte mal gucken, wie ich vielleicht noch hinter die Bühne komme.
und bin dann halt in meinem Cosplay auf die Bühne gegangen, was total cool fand, haben auch viele erkannt. Und als ich dann von der Bühne hinter wieder runterkam, total geflasht und desorientiert, begrüßte mich eine Frau: Mary, ich finde das so toll, dass du gewonnen hast. Ich höre immer deinen Xena-Podcast. Und ich so, oh, wie schön. Also in dieser totalen Begeisterung, dass ich einen Wahnsinnspreis gewonnen habe und so, stand da diese Frau und freute sich auch über meinen Xena-Podcast. Und das war so, da ging mir so das Herz auf. Das glaube ich. Das ist richtig schön. Also das ist ja immer so, wenn man einfach ein schönes, positives Feedback zum eigenen Werk bekommt, dann, ja, das ist immer herzerwärmend irgendwie und man freut sich natürlich total. Man macht es natürlich auch so für sich selber, ne? Also ich meine, kreativer Output ist immer auch etwas für einen selbst, auf jeden Fall, aber es ist umso schöner, wenn anderen Leuten das dann auch noch gefällt, ne? Das finde ich immer richtig schön. Also auch wenn wir hier bei Nerdizismus Feedback bekommen, dann finde ich das auch richtig toll, wenn die Leute mir irgendwie eine Sprachnachricht schicken und ich die abhöre und da sagt jemand, ah, ich kann hier mit dem und dem Thema, kann ich voll relaten oder danke für den Tipp oder was weiß ich, ne? Oder ja, ihr habt mich gut unterhalten mit dieser Folge, dann ist das einfach Hammer. Also dann freue ich mich so sehr, weil ich denke, oh mein Gott, das hat jemand gehört. Das kann ich manchmal gar nicht glauben. Ja, das ist halt echt super. Und gerade mit dem Xena-Podcast, wir bekommen halt relativ wenig direktes Feedback, so ein bisschen was in den Kommentaren. Aber klar, wir haben halt auch nicht die Hörer. Wir machen das halt echt aus Spaß, weil wir Xena total gerne gucken und uns gerne darüber unterhalten. Und wir freuen uns natürlich, wenn andere Leute Spaß daran haben. Ist auch eine Nische. Es ist eine sehr, sehr nischige Nische, genau. Es hätte anders ausgesehen, wenn es das Xena-Reboot gegeben hätte. Aber Zum Glück ist uns das erspart geblieben. Wobei ich mittlerweile sagen muss, Reboots sind gar nicht so schlecht. Naja, es kommt immer so drauf an, was es ist, oder? Also, ja. Ja, ich muss gestehen, das DuckTales Reboot hat mich eines Besseren belehrt. Das war tatsächlich, dem habe ich überhaupt nicht getraut. Und das war echt gut. Und heutzutage denke ich manchmal, eigentlich bräuchten wir nochmal so eine Serie wirklich mit starken Frauen, aber nicht mit diesen klischee-starken Frauen, sondern wirklich so mit Ecken und Kanten, weil Xena und Gabby hatten einfach so Ecken und Kanten. Und das ist was ich beim Schreiben halt total toll finde. Ich kann halt meine eigenen Heldinnen mit Ecken und Kanten schreiben. Ja, ich mag das auch nicht, wenn die wieder so, ja, so ganz klischee-mäßig rüberkommen und naja, dann auch noch mit Male Gaze oder so, ne? Also halt solche starken Frauen, die dann aber trotzdem halt so ultra sexualisiert sind, das brauche ich jetzt auch nicht. Nee, oder solche, die dann so dargestellt werden, als würden sie dann auch gar keine Fehler machen, die dann wieder so auf so einen ganz anderen Podest gehoben werden. Ray. Ja. Das Ray macht mich einfach wütend. Ja. Auf ganz vielen Ebenen. Das tut einem halt so leid, ne? Weil es hätte auch viel, viel schöner sein können. Aber ja, ich meine, das Thema wurde schon in sehr, sehr vielen Podcast-Folgen besprochen. Ja, es bewegt, glaube ich, uns als Star Wars-Fans unheimlich. Also gerade wir, die wir schon länger dabei sind und den ganzen neuen Sachen irgendwie entgegengefiebert haben. Und ich weiß nicht, ich habe halt das Gefühl, das wurde uns über Jahrzehnte mal ein Tiefschlag nach dem anderen verpasst und ganz wenig halt auf das geachtet, was wir uns vielleicht gewünscht hätten. Ich hätte mir ein schöneres Ende für Luke gewünscht, aber ja. Man kann nicht alles haben. Naja, ich finde halt, momentan ist gerade im Star Wars Fandom alles so ein bisschen zu viel. Also für mich persönlich. Chris guckt ja wirklich irgendwie alles, was damit zu tun hat, um natürlich auch diese Dinge im Podcast zu besprechen. Aber ich schaffe das einfach irgendwie nicht. Mir ist das alles irgendwie ein bisschen too much. Ich habe auch einfach nicht das Rieseninteresse tatsächlich. Ich habe die erste Folge Andor zum Beispiel geschaut und es hat mich einfach nicht gecatcht und ich hatte dann einfach gar keine Lust, weiter zu gucken. Geht dir das auch manchmal so? Mir geht das leider halt bei den Star Wars Serien fast komplett so. Und ich glaube, dass es hängt einfach damit zusammen, die erzählen keine spannenden Geschichten. Du hast halt die Musik, du hast die Special Effects, du hast das ganze oberflächliche Zeug, was Star Wars ausmacht. Aber die Seele fehlt für mich. Mhm. Das mögen andere immer anders sehen, aber mir fehlen halt die Geschichten und die Figuren. Und irgendwie, ja, ich höre mich jetzt echt an wie eine alte Frau, aber in der ersten Trilogie, also die erste, die gemacht wurde, da passte das alles. Das waren keine komplexen Geschichten oder so und es waren auch keine mega komplexen Figuren, aber es hat alles gepasst, es hat alles ineinander gegriffen. Und ich finde, das wird heutzutage sehr, sehr häufig gemacht. Es wird ganz viel an Geschichten produziert, von denen man denkt, die Leute wollten sie haben, aber sie sind so ohne Herz erzählt. Und ich glaube,
das ist was halt gerade im Indie-Buchmarkt aber passiert oder bei Verlagen, die halt indie-mäßig sich aufstellen. Also die eher gucken, okay, was können wir für geile Geschichten erzählen und nicht, okay, wir machen die 100. Version von Harry Potter oder die 100. Version von Drachen sind ja jetzt ganz groß, ne? Force Wing oder so. Immer wenn ein Trend kommt, versuchen ja die ganzen Publikumsverlage da so schnell aufzuspringen und hinterherzukommen. Und Star Wars hat ja auch was mit dem Buchmarkt gemacht. Also wenn wir uns Science-Fiction-Bücher ansehen, wenn du da in die Science-Fiction-Abteilung gehst, klar, du kannst den Wüstenplaneten finden, aber ansonsten hast du hauptsächlich Star Wars-Bücher da. Was ich einerseits rückblickend, ich habe als Teenager total viele Star Wars-Bücher gelesen und habe sie geliebt. Andererseits verdrängt es halt auch ganz viel Potenzial, weil die Leute einfach die Star Wars-Bücher raushauen. Die noch nicht mal mehr so gut geschrieben sind, wie sie damals geschrieben wurden. Ah, du hast gerade nochmal das Stichwort Indie-Verlag hier hervorgebracht. Und du arbeitest ja jetzt auch mit so einem Verlag zusammen. Magst du da mal was drüber erzählen? Ja, und zwar ist das der Wunderzahlen-Verlag. Der wurde letztes Jahr von Vinakia Börke und ihrem Partner Kao gegründet. Und Vinakia ist eine ganz, ganz tolle Frau, Unternehmerin. Die hat halt mit dem Wunderzahlen-Shop gestartet, der ganz viel Bookmerch verkauft und macht also ganz viel so Handgestaltetes. Sie arbeitet da viel mit Menschen zusammen. Sie ist aber auch selber Autorin und Illustratorin. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ihr Tag hat. Also ich, die ich ja schon den Ruf habe, relativ viel zu machen, stehe manchmal daneben und denke mir, okay, wie hat sie das jetzt alles gemacht? Genau, und letztes Jahr hat sie dann halt noch einen Verlag gegründet mit dem Ziel halt, ja, Glitzer und Geek zu vereinen, also fantastische Geschichten zu erzählen, abseits des Mainstreams. Und da sind jetzt schon einige Sachen draußen. Und wir haben halt ein ganz tolles Team von Autorinnen und Autoren. Wir haben sogar einen Quotenmann dabei im Team, also der auch schreibt. Der David Porn, der hat zwei wie Pech und Flitter geschrieben, eine Märchenadaption. Dann hatten wir von Steffi Frey Rayana, was eher High Fantasy ist, von Juliet May das Im Glanz der Nachtschwärmer, Urban Fantasy für introvertierte Menschen, könnte man sagen, oder eine Hommage an introvertierte Menschen. Und Vinakia hat mit David Porn jetzt Letterwerk veröffentlicht und Fanny Remus, die Ingenio-Dilogie, was Cyberpunk ist. Also total bunt durch alle fantastischen Genres durch. Und das finde ich halt total toll, weil wir gucken halt auch nicht nach Markt oder Vinakia guckt dann auch bei der Auswahl nicht auf Markt, sondern welche Manuskripte sind irgendwie cool, mal anders gedacht, welche Charaktere flashen. Und das finde ich halt total spannend. Und das machen ja nicht nur wir so, sondern auch andere kleinere Verlage. Und das ist halt total cool, wenn man sich da umsieht. Leider wird denen in den Buchhandlungen nicht viel Raum gegeben. Aber halt in der Buchbubble auf Instagram kann man einige finden. Und ich freue mich halt auch total, dass mein nächstes Buch jetzt auch im 100-Zeilen Verlag erscheint, dann im November. Oh, dann müssen wir uns das schon mal vormerken. Ich bin da auch ja jetzt so langsam so ein bisschen reingestiegen in dieses ganze Bookstagram. Ich habe kein TikTok, deswegen kann ich über BookTok überhaupt nichts erzählen. Aber was mir aufgefallen ist, wenn ich in die Buchhandlungen gehe, dann gibt es da schon so kleine Aufsteller, wo dann steht, bekannt aus BookTok oder irgendwie sowas in der Art. Und ich habe den Eindruck, dass durch TikTok, dass durch viele Autorinnen, durch Lesefreunde, durch alles Mögliche, der Buchmarkt schon wieder so ein bisschen in Schwung gekommen ist und auch gerade durch viele Young Adult Bücher natürlich. Wie empfindest du das? Also bist du da auch so in dieser BookTok-Welt? Machst du da auch irgendwas an Content? Also meistens habe ich gar keine Zeit, irgendwelchen Content zu produzieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fange dann alleine bei Bookstagram immer das Jahr an mit vielen guten Vorsätzen und merke dann, vielleicht schaffe ich diese Woche noch eine Story von meiner Tastatur, weil sonst habe ich gerade nichts. Also ich beobachte das halt natürlich. Also zum einen natürlich auch für den Verlag, wo wir ein tolles Bloggerinnen-Team haben, aber natürlich auch aus Interesse und weil, ja, ein Teil meines Lebens ich in der Bookbubble verbringe. Gerade BookTok ist halt so extrem und so schnell und man muss so viel Content produzieren, dass ich es von meiner Seite aus nicht als Möglichkeit sehe, da wirklich regelmäßig Content zu veröffentlichen. Aber es ist natürlich schon spannend und es gibt halt auch der Buchbubble so ein bisschen wieder einen Push. Ich glaube, die Zahlen halt in den letzten Jahren bei Buchverkäufen sind halt auch stark angestiegen. Das ist halt natürlich dann auch viel das, was in den Buchhandel liegt, die großen Titel. Und das ist halt auch das, was man viel in BookTok
sieht, weil natürlich werden da viele von den amerikanischen Einflüssen direkt zu uns rüber gepusht und gehypt. Also Crescent City von Sarah J. Maas ist da ein Beispiel oder auch Force Wing und die ganzen großen Titel, die dann auch eine große in den Buchhandlungen stehen. Und das wirst du halt auch mitbekommen haben. Du kennst ja auch Book-Cosplay dann wahrscheinlich, ne? Weil ich kenne dann auch einige ganz, ganz tolle Book-Cosplayerinnen vom Court of Dreams. Super Mädels, die machen Wahnsinns-Kostüme und Outfits und gerade zu den Sarah J. Maas-Reihen, Court of Thorns and Roses und Throne of Glass. Wahnsinn. Und jetzt auch zu Crescent City. Ich bin da immer ein bisschen neidisch, weil ich auch dafür eigentlich gar nicht die Zeit habe, so viel Zeit nochmal in ein Kostüm zu stecken. Ja, ich finde das beeindruckend. Also wie manche Leute denn in diesem einem Buch so aufgehen und sich dann wirklich diese Mühe machen, dieses Kostüm dann zu entwerfen, zu schneidern, zu kleben, zu basteln, was auch immer. Und das ist heftig. Also Hut ab vor allen Cosplayern, die das machen. Ja, total. Also deshalb hatten wir jetzt auf der Leipziger Buchmesse auch einmal ein Talk über Book-Cosplay und auch ein Buch-Cosplay-Wettbewerb praktisch, also reingeschoben zwischen den großen Cosplay-Wettbewerb, weil ich das eigentlich total spannend und auch wichtig finde, auch diesen Bereich des Cosplays so ein bisschen zu pushen, weil der nochmal ganz andere Sachen erfordert, weil wenn wir Star-Wars-Cosplay machen, wir wissen, wie unsere Sachen aussehen. Wenn wir Manga, Comic, Anime-Cosplay machen, Gaming-Cosplay, wir wissen, was wir zeigen wollen und vor allem jeder kann es wiedererkennen, ohne Probleme. Wenn du ein Buch-Cosplay machst, kann es sein, dass dich niemand erkennt. Ja. Das heißt, diese... Das finde ich aber noch viel spannender eigentlich, weil man noch viel, viel kreativer an die Sache rangehen kann. Ich glaube, das schafft auch nicht jeder. Also ich glaube, manche Leute brauchen unbedingt diese Vorlage und manche können auch frei sich selber was ausdenken. Ich glaube, das ist echt nochmal ein großer Unterschied. Auf jeden Fall ist das ein großer Unterschied. Ich glaube aber, dass manchmal dann auch die extrinsische Motivation fehlen kann. Ja. Weil wenn du jetzt einen ganz bekannten Charakter cosplayst, den jeder sofort erkennt und sagt, hey, du bist doch, dann stehst du da und denkst, super, mein Cosplay, klasse. Wenn du jetzt was cosplayst, was keiner kennt und wo man dann sagt so, ja, das sieht aber toll aus, aber wer bist du denn eigentlich? Ich glaube, das kann dann in den ersten Schritten sehr schwer sein. Natürlich, wenn du einfach ein Hammer-Kostüm anhast, wo man sieht, du hast es selber geschneidert, da werden dir alle begeistert zu Füßen liegen, egal was du bist. Ja, kann bestimmt auch sein, dass man vielleicht gar nicht erkennt, dass jemand ein Cosplay trägt, je nachdem, was für ein Charakter das ist. Das kann auf jeden Fall auch dazu kommen, ja. Also, weil gerade wenn du jetzt zum Beispiel ein cyberpunkiges Buch-Cosplay machst, wo du eigentlich fast aussiehst, als würdest du in eine Glam-Disco gehen oder sowas, das erkennt ja dann auch nicht jeder. Also, finde ich, ist ein total spannendes Thema und auch, dass das die letzten Jahre so hochgepoppt ist, finde ich total cool. Also, das ist schon so, dass Dinge wie BookTok und alles Sachen bewegen und Kreativität beflügeln. Ich würde mir halt nur manchmal wünschen, dass es halt auch den kleinen Titel nochmal ein bisschen mehr Push verleihen würde, weil es halt unheimlich schwer ist, zwischen den Großen hochzukommen. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist das Internet da ja wieder ein Marktplatz, sag ich mal, den man nutzen kann. Wie siehst du das? Also Bücher auf Amazon und weiß ich nicht, was es noch für andere Möglichkeiten so für, ich sag mal, jetzt kleinere Autoren gibt mit Indie-Verlagen. Wie siehst du das? Also, weil in Buchhandlungen reinzukommen, wie gesagt, schwieriges Thema. Ja, also ich komme ja aus dem Marketing. Und zum einen wissen wir, die besten Agenturen machen die schlechtesten Werbungen für sich selber. Ich bin auch so ein Fall, der für sich selber wenig Werbung macht, obwohl ich wüsste, wie man das machen muss. Allerdings muss man dazu sagen, klar, es gibt Möglichkeiten, aber nehmen wir mal das Internet als solches mit Google. Dadurch, dass Google gewachsen ist, wie es passiert ist über die letzten Jahrzehnte mittlerweile, ist es einfach so, dass je mehr Geld du reinsteckst, desto sichtbarer wirst du. Also es ist unheimlich schwierig, mit einem kleinen Budget über Google Ads zum Beispiel sichtbar zu werden. Total. Würde ich jedem von abraten. Das ist, bringt nichts, da kann man das Geld auch in eine Mülltonne stecken oder einfach in den nächsten, ich weiß nicht, Wellness, Spa, Cover, irgendwas anderes. So, wenn man jetzt nach BookTok oder Bookstagram geht, dann wird man in der gleichen Bubble auftauchen, wo die ganzen anderen sind, die eigentlich auch hauptsächlich schreiben oder bloggen. Das heißt, es ist gut, da zu sein und präsent zu sein, aber das generiert nicht unbedingt Verkäufe. Es generiert Bekanntheit und Kontakte. Genau, erstens das. Und naja, die ganzen Blogger und Autorinnen unterstützen sich natürlich auch oft gegenseitig. Aber das ist ja dann, ja, man möchte ja auch ein bisschen ausbrechen und die Sachen auch woanders irgendwo ein bisschen bekannter machen.
Genau, also theoretisch, wenn man jetzt zum Beispiel bei Amazon ist mit seinem E-Book, was ich jetzt zum Beispiel nicht bin, weil ich gedacht habe, hey, unterstützen wir deutsche Unternehmen, machen wir das Ganze über Tolino, ist auch erstmal gut und ist auch von den, also die Verkaufspreise über Tolino und der Support und alles super gut. Das Problem ist allerdings, dass die Möglichkeit zu werben auf Tolino nicht existiert und schon gar nicht auf die Art und Weise, wie es bei Amazon ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Space Opera Saga rausbringe, wo ich weiß, damit komme ich nicht in den Buchhandel, da werde ich auch nicht in irgendwelchen Indie-Buchhandlungen, die viel Fantasy-Romance machen oder sowas, rauskommen. Das werde ich komplett über Amazon machen und dann werde ich das da pushen und dann werde ich auch die entsprechenden Anzeigen schalten. So, weil das ist tatsächlich ein Instrument, was sehr, sehr gut funktioniert und was man auch sehr, ja, kleinteilig ausspielen kann. Ja. Na gut, also wenn du dann zum Beispiel auf die Buchmesse gehst, wie läuft dann bei dir so ein Messetag ab? Also das ist natürlich auch wieder eine große Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen, um LeserInnen zu treffen, Fans, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja auch so ein bisschen Werbung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt in der super tollen Position, dass ich halt mit dem Wunderzeilen Verlag und Wunderzeilen Shop jetzt auf der Leipziger Buchmesse war, die ja sehr groß ist. Die Vinakia legt immer total viel Liebe ins Detail zur gesamten Standplanung und das sah super aus und draußen hat er einen extra Part und wir hatten halt echt eine gute Position direkt an der Manga Comic Con, wo praktisch auch die Leute sind, die die Bücher lesen wollen, wie wir sie schreiben. Und bei uns ist es halt so, wir sind halt kein großer Publikumsverlag. Wenn du in einem Publikumsverlag irgendwie Autorin bist, dann ist es so, wenn du da Donnerstagmorgens, wenn die Messe anfängt, ankommt, ist alles erledigt. Wir kommen bereits am Montag in Leipzig an. Wir fangen dann an, erstmal die Lage zu sondieren und dann bauen wir den Stand halt selber auf, von Grund auf. Dann gehen noch 1000 Sachen schief, irgendwer hat den Akkuschrauber vergessen oder die typischen Sachen. Also stellt euch vor, ihr zieht um. So ist das, wenn wir zur Buchmesse fahren. So, nur ziehen wir praktisch nur für einen Tag um, wir haben alle Möbel aufgebaut, dann, wenn wir schon erschöpft sind vom Aufbauen, geht die Messe los. Und dann, wenn die Messe vorbei ist, müssen wir das Ganze auch noch abbauen, wenn wir eigentlich total fertig sind. Und das ist halt super cool, weil wir ganz viele Menschen kennen und treffen und wir können signieren. Und bei uns ist es halt nicht, wir haben nicht nur eine Signierstunde irgendwie am Stand von irgendeinem Verlag, sondern wir sind die ganze Zeit da. Dadurch kommt man natürlich viel mehr mit den Menschen ins Gespräch, was super schön ist. Und wir erfahren halt auch mehr über die anderen, mit denen wir im Verlag sind. Also normalerweise, klar, triffst du die mal, wenn du in einem großen Verlag bist, aber ich glaube, gerade in den kleinen Verlagen, ne, also nicht nur beim 100-Zeilen-Verlag, sondern auch beim Verlag ohne Ohren oder beim Sternsand-Verlag oder so, da ist halt ganz viel Liebe zu den Büchern und zu den Teams und man ist im Austausch und man macht das halt dann gemeinsam. Also das sind ja alles Verlage, die auf die Messen kommen zusammen und das zusammen dann gestalten und aufbauen und das ist halt ein ganz tolles Erlebnis, ne? Und dann trifft man halt auch immer wieder die gleichen Menschen, die sich freuen, die nach dem nächsten Buch fragen. Und das ist schön. Man ist halt hinterher auch erledigt, weil viele Autorinnen sind natürlich auch eher introvertierte Menschen. Und 4 Tagen vollen Körperkontakt mit der Masse kann auch schon mal anstrengend sein. Das glaube ich. Also ich bin schon nach einem Tag Messe oder Comic-Con bin ich persönlich schon vollkommen fertig und brauche erstmal 3 Tage Ruhe, so ungefähr. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr energiefressend ist, aber es gibt einem ja auch wieder etwas zurück. Also gerade dann so schöne Gespräche mit anderen Menschen, mit anderen Autorinnen, kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr inspirierend ist. Ja, total, da nimmt man immer was mit. Und bei mir war das jetzt natürlich noch mit der Seraph-Preisverleihung total toll, da diesen Preis überreicht zu bekommen. Und es war total witzig, weil eigentlich sollte ich danach aus, also, ich fange von vorne an. Meine Mitautorin Fanny Remus war krank und eigentlich sollte eine Lesung zu ihrem Buch Ingenio stattfinden. Und dann haben wir gesagt, okay, ich habe das lektoriert, also wäre doch cool, wenn ich das lese. Findet auch nach der Seraph-Preisverleihung statt, also überhaupt kein Problem. Weil ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich den Preis gewinne. So, noch während wir dann da drin saßen, haben wir gedacht, oh Mist, jetzt ist ja gleich die Lesung, was machen wir denn? Und haben dann einen
Auto bei unserem Stand noch per WhatsApp ganz schnell, ey, kannst du das dann nicht bitteschön machen? Weil ich habe dann da festgestellt, okay, man muss da ja auch bleiben für Fotos und dann, ach ja, und übrigens, gleich hältst du noch eine Lesung außerhalb. Und diese Lesung außerhalb an dem Tag, an dem Freitag, haben die öffentlichen Verkehrsmittel in Leipzig gestreikt. Und wir mussten versuchen, irgendwie zu dieser Location zu kommen, weil es war auch kein Taxi zu finden, weil die Menge der Leipziger Taxis war einfach nicht mit Buchmesse und öffentliche Verkehrsmittel fallen aus kompatibel. Oh je. Aber es war dann total cool. Also ich war dann bei dieser Veranstaltung halt von der Fantastischen Akademie, bei der Langen Nacht der Fantastik und habe dann im Backstage-Bereich gesessen und da Autoren wie Mikkel Robran getroffen. Und wie Theresa Hanek und Markus Heitz und stand da und war echt so, wow, da sitze ich jetzt auch, toll. Das muss ein wahnsinnig cooles Gefühl gewesen sein. Also wie hast du reagiert, als dann dein Name ausgerufen wurde? Wir haben hinten gesessen und alle gerollt, also Vinakia, Juliet und ich, wir haben halt da gesessen und Händchen gehalten. Also wie gesagt, wir schreiben nicht nur zusammen und machen Sachen für den Wunderzeilenverlag, wir sind auch echt gute Freundinnen. Und es war total schön, dass die beiden erstmal mir beigestanden haben, weil auch wenn ich es ganz weit von mir geschubst hatte, wäre ich natürlich trotzdem enttäuscht gewesen, wenn ich es nicht bekommen hätte. Ich glaube, das kann jeder, der mal für irgendwas nominiert war, nachvollziehen. Und das dann wirklich zu bekommen, weil gerade als Indie-Autorin, wenn du selbst veröffentlichst, du hast immer so ein bisschen Imposter-Syndrom. Mhm. Du denkst immer, deine Bücher sind nicht gut genug, weil kein Verlag wollte sie. Ja, die Verkaufszahlen sind auch nichts, woran du dich messen kannst, weil du einfach, ne, Werbung, wie gesagt, ganz, ganz schwierig in dem Indie-Bereich. Und gerade wenn du halt nicht Mainstream schreibst, sondern für Nischen oder einfach das, worauf du Bock hast. Ne? Und Solarpunk ist sowieso ein Thema. Also Science-Fiction rühren die meisten Menschen schon nicht an. Wenn du dann sagst, ah, ich habe ja einen Solarpunk-Roman geschrieben, dann gucken dich erstmal alle Leute an und fragen, was? Mhm. Und den dann zu bekommen, war einfach für mich so, okay, ich bin wirklich eine Autorin. Ich darf mich jetzt so nennen, auch wenn ich das nur neben 20 anderen Jobs mache und das nur ein Teil ist und ich wahrscheinlich nie davon leben können werde. Spoiler-Alarm, das können die meisten in großen Verlagen halt auch nicht. Das ist richtig. Aber ich kann mich jetzt einfach Autorin nennen, weil ich habe diesen Seraph bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Wie sieht der denn aus? Oh, der sieht total geil aus. Also es ist halt auch noch ein sehr schöner, sehr schwerer Preis, den ich halt nachts durch Leipzig getragen habe, um zu dieser Lesung zu kommen. Das ist praktisch eine Figur mit einem paar Engelflügel, einem paar Dämonenflügel und einem paar Steampunkflügel. Oh, das klingt wirklich abenteuerlich. Ja, ich kann dir gleich mal den noch zeigen. Also es ist total schön, super gearbeitet und steht dann auch mein Name unten drauf und der Titel, mit dem ich gewonnen habe. Und es ist, ja, total schön. Oh, richtig schön. Also das würde ich mir auch auf den Schreibtisch stellen oder ins Regal. Ja, und es gibt ihn ja in verschiedenen Kategorien. Also ich habe ja den Indie-Titel gewonnen und es gibt ihn auch noch als bestes Debüt und als natürlich als besten normalen Roman im Verlag. Und da haben auch ganz tolle Bücher gewonnen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube ich mich über diesen Indie-Preis, ich würde mich jetzt nicht mehr freuen, wenn ich diesen im Verlag erschienenen Preis gewonnen hätte. Weil ich glaube, gerade als Indie-Autor brauchst du irgendwie diesen Push, diese Bestätigung, dass das, was du machst, wirklich jemanden bewegt. Also das hat ja eine Jury gelesen und befunden, ja, das ist ein Buch, was man gelesen haben sollte. Das ist toll. Und das glauben halt auch viele nicht. Das Niveau in diesem Indie-Markt, der ja auch groß und unüberschaubar ist, das Niveau ist so verdammt hoch. Also gerade bei allem, was irgendwo eingereicht wird oder was mal ein bisschen bekannter ist, das ist auf einem Niveau mit dem, was bei den Publikumsverlagen rauskommt. Und das, obwohl die ganzen Indie-AutorInnen verdammt viel Geld in Lektorat, Korrektorat stecken müssen. Also das sind ja die Leute, die in der Buchbar bleiben, die das Geld verdienen. Die LektorInnen und KorrektorInnen und die Cover-IllustratorInnen. Weil, ja, also an einem Buch verdient man ja generell nicht viel. Lektorat allerdings. Wenn du ein günstiges Lektorat findest, was auch noch qualitativ hochwertig ist, du zahlst mindestens 3 € für eine Normseite. Wow. Eher mehr. Ja. So, dann kannst du dir mal ausrechnen, wenn du nur ein 200-Seiten-Buch hast. Dann hast du aber nur ein Lektorat. Lektorat ist ja eher, dass es stilistisch, konzeptionell über die Sachen drüber geht. Das heißt noch nicht, dass jeder Kommafehler, den du da bestimmt reingebaut hast,
rausgefiltert wurde. Auf gar keinen Fall. Im besten Falle müsstest du eigentlich noch ein zweites Lektorat und ein Korrektorat bezahlen, wenn du es richtig machen willst. So, diese Ausgaben kriegst du als Indie-Autorin in, ich würde sagen, 99% der Fälle nicht wieder rein. Wenn du darauf noch ein Cover, was hochwertig ist, drauflegst, dauert es wirklich sehr, sehr lange. Ja, das ist echt krass, ne? Also, dass man so, ich sag mal, Tantiemen oder so, das ist halt nicht viel, ne? Und viele Leute, die denken, ja, die ist Autorin, die hat hier Bücher veröffentlicht, die verdient sich dumm und dusselig, das stimmt halt nicht, ne? Und das stimmt halt auch bei, ich sag mal, in Anführungszeichen, großen Autoren jetzt auch nicht. Es sei denn, es ist jemand, der vom Mainstream richtig gehypt wird und wo irgendwie jedes halbe Jahr ein neues Buch rauskommt oder was weiß ich. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das eher vielleicht ja ein Verdienst ist, von dem man vielleicht nicht unbedingt leben kann, aber der ja, der vielleicht schon so den minimalen Lebensstandard irgendwie finanzieren kann. Also ich weiß es nicht so genau, aber ich könnte es mir halt vorstellen. Also in Deutschland darf man nicht vergessen, dass Thriller sehr viel besser ankommen als Science-Fiction und Fantasy. Ja, klar, deswegen sage ich genau. Ja Mainstream, ne? Also genau. All sowas und darunter fällt auch sowas wie Rosamunde Pilcher, sag ich jetzt mal. Oh, auf jeden Fall, Romance geht immer. Ne? Also auch Romantasy geht natürlich immer. Da gibt's natürlich auch einige, die dann in diese Nische gehen, die es ein bisschen einfacher haben, also auch nicht wirklich einfach. Aber selbst wenn du Titel in der Spiegel-Bestsellerliste hast, dann sind das Menschen, die können da schon einen guten Anteil ihres Lebensunterhalts bestreiten in den meisten Fällen. Ich glaube, Nora Stoffers hat da neulich einen Beitrag zu geschrieben. Sie ist ja jetzt auch gerade in der Spiegel-Bestsellerliste und sagte, sie möchte da auch mal so ein bisschen mit aufräumen, weil sie braucht halt noch andere Jobs, um wirklich ihren gesamten Lebensunterhalt zu bestreiten. Also bei unserer Mit-Nerdizistin Lea ist das ja auch ähnlich. Die hat mal ein YouTube-Video darüber gemacht. Wie ist das eigentlich, das Leben als Autorin? Ihr neues Buch kommt jetzt auch, ich glaube, Ende Mai raus. Could It Be Love? Das habe ich mir auch schon vorbestellt natürlich. Und sie hat, wie gesagt, ein YouTube-Video darüber gemacht und hat dann mal ein bisschen aufgeklärt über das Thema Buchvertrag mit einem Verlag und was halt alles so dazugehört. Und natürlich ist das etwas, wovon man nicht komplett leben kann, ne? Von einem Buchvertrag oder zwei Buchverträgen im Jahr, das funktioniert so nicht, ne? Und Lea macht natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, die moderiert, schreibt, macht Social Media ohne Ende. Ich weiß auch gar nicht, wie sie das überhaupt schafft, alles zu organisieren, was die so treibt. Wenn ich das immer so mitbekomme, das ist echt Hammer, was manche Leute so für einen Output haben. Also Hut ab vor allen, die ja in der Selbstständigkeit so viel produzieren. Ja, ich finde das auch mal total bemerkenswert. Und genau, man muss dann total kreativ werden, wenn man sich nur mit den Sachen, die man liebt, auch über Wasser halten möchte. Mhm. Dann muss man wahnsinnigen Output haben. Also viele in der Buchbubble machen das halt dann schreiben sie, lektorieren sie, illustrieren noch. Und dann trägt halt Lektorat oder das Illustrieren das Autorensein so lange, bis man es vielleicht dann doch geschafft hat und davon einen großen Anteil bestreiten kann. Ja. Also die Fälle gibt es jetzt. Klar. Aber auch in den großen Verlagen ist es halt eher die Ausnahme. Das sind dann halt die ganz großen Namen, auch gerade in der Fantastik. So, und es ist halt schön, jeden, den ich sehe, der das halt als Freelancer machen kann, das begeistert mich. Und vor allem auch, wenn es ganz viele junge Menschen dann auch schaffen, die einfach total von sich selbst dann auch überzeugt sind und raus und sagen, so, ich will das jetzt und ich mach das und da ihr gesamtes Herzblut reinhängen. Ja, ich war immer ein bisschen vorsichtiger. Also ich bin halt dann irgendwann in die Werbung gegangen, weil ich gedacht habe, na, da kann ich auch vom Schreiben leben. Und ich bereue es auch nicht. Also man lernt ja auch viel dadurch, ne? Also ich meine, Werbung ist halt so, du kannst dir nicht aussuchen, über was du schreibst, aber man lernt halt dann auch andere Themen irgendwo kennen. Ja, man lernt andere Themen kennen und auch eine Menge cooler Menschen. Ich habe halt immer in meiner Naivität dann gedacht, nach dem Studium, ja, ich gehe dann in eine Werbeagentur und dann nebenher schreibe ich ja Pustekuchen. Ich habe jeden kreativen Output für die Agentur verbraten und ich habe da auch teilweise gelebt. Aber diese Zeit möchte ich auch nicht missen, weil ich total viele coole, abgefahrene Leute kennengelernt habe, weil ich Dinge erlebt habe, von denen ich nicht gedacht hätte, dass die so wirklich passieren. Ja, und das kenne ich. Ja, also ich bin auch froh, dass ich es in der Zeit getan habe, wo ich da war, weil jetzt möchte ich eigentlich nicht mehr in einer Werbeagentur arbeiten, weil alles, was geil war,
wird aus Kostengründen gestrichen. Ja. Und damit halt auch wirklich der kreative Output. Wenn ihr euch mal die ganzen Kampagnen, die gerade im Internet unterwegs sind, anseht und euch fragt, warum die so langweilig sind, euch anöden und ihr nicht wisst, wofür da überhaupt geworben wird, man erlaubt den Kreativen gar nichts mehr. Oder man setzt direkt ChatGPT dran. Genau, das ist es nämlich. AI. Das ist ja hier KI oder AI, wie man es nennen möchte, ist ja auch ein Thema, wo sich vielleicht die ein oder andere Autorin auch schon Gedanken drüber macht. Kann man ChatGPT benutzen für die eigenen Texte? Ich würde einfach direkt mal sagen, nein. Denn wer sich schon mal ein bisschen mit ChatGPT auseinandergesetzt hat, weiß, da kommt nicht immer irgendwas bei raus, was interessant ist oder auch logisch. Ich habe damit schon einiges rumgespielt, auch mal so Songtexte schreiben lassen. Das ist sehr interessant. Also für Inspiration finde ich das Tool eigentlich ganz gut. Wenn man mal wirklich so ein richtiges Brett vorm Kopf hat, dann kann man das schon mal benutzen. Dann ist vielleicht doch irgendwie der ein oder andere Anhaltspunkt da, den man dann selber kreativ weiterverfolgen kann. Aber es gibt ja auch diese neue Gesetzgebung in den USA. Ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt, ob das jetzt schon durch ist oder nicht. Da haben die Drehbuchautoren, die haben da sich eingesetzt, dass künstliche Intelligenz auf ein Minimum irgendwie reduziert wird. Ich verteile hier gerade gefährliches Halbwissen, aber ihr habt bestimmt davon gehört, dass natürlich einige Leute Angst davor haben, dass ihre Jobs bald nicht mehr relevant sind, weil die KI die besten Drehbücher demnächst schreibt. Also ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Jetzt könnte man ganz gemein sagen, dass viele der Drehbücher in den letzten paar Jahren, die für Blockbuster verwendet wurden, jetzt schon den Eindruck machten, also wären sie von ChatGPT geschrieben? Ja. Ich glaube nicht, dass ChatGPT in absehbarer Zeit oder irgendwelche Konkurrenzprodukte fähig sein werden, das zu leisten, was ein echter Autor oder Drehbuchautor leisten kann. Ich habe damit auch sehr viel rumgespielt, weil gerade als Sci-Fi-Nerds sind wir, glaube ich, immer klar. So, oh, die Zukunft ist da. Lasst uns gucken, ob die AI antwortet und ob wir uns vor Skynet jetzt schon in Acht nehmen müssen oder mit dem Bunkerbau noch warten können. Und natürlich als Autorin und als Redakteurin, also gerade im Bereich natürlich Werbetext, Redaktion, die Leute sparen unheimlich und sparen auch, was sie können, ne? Und gerade Text, erstens kann das jeder und jetzt sogar ein Roboter, super. Aber ChatGPT kann nicht so viel, wie sie ihm oder ihr nachsagen. Ich habe damit ganz viel rumprobiert, also das sind Plattitüden, die halt aus Texten aus dem Netz zusammenkopiert wurden. Das kann jeder von euch auch machen, wenn er möchte. Ja. Dauert vielleicht 5 Minuten länger. Es fehlt ganz viel, ja, Wissenstransfer kann das Ding nicht und wird es halt auch wirklich in absehbarer Zeit nicht können. Das heißt, es kann keine Schlussfolgerung von einem auf den nächsten Satz wirklich packen. Es kann halt nur gucken in Sekundenbruchteilen, wie hat jemand anders das irgendwann schon mal gemacht und setzt diese Teile dann halt zusammen. Mhm. Und ich finde mal, das ist selbst bei einem normalen Text oder selbst wenn man sagt, oh, man kann jetzt mein Anschreiben an die nächste Firma oder irgendwas, was schon 1000-mal da ist. Ja, das ist dann eine gute Grundlage, aber auch da muss man halt drüber arbeiten. Ich glaube halt, dass ChatGPT dafür sorgen wird, dass vielleicht der Text- oder Redaktionsjob, dass das weniger wird. Dafür wird es sehr viel mehr Lektoren und Korrektoren geben, die da auch ganz kritisch drüber gucken müssen. Ja. Weil ich nutze ChatGPT tatsächlich gerne als Recherchetool. Mhm. Das stammt daher, dass Google mittlerweile, wir erinnern uns an die wilden Zeiten des Internets, als Informationen noch da lagen und man sie nur aufgreifen musste, wenn man wusste, wie man Google bedient. Mhm. Mittlerweile liegen Informationen unter so vielen Bergen aus Werbung vergraben, dass man erst auf Seite 15 ungefähr findet, was man sucht, wenn man die ganzen Suchanzeigen hinter sich hat. Wenn überhaupt. ChatGPT ist ein sehr präzises Instrument im Internet nach dem Wissen, was ich gerade brauche, zu suchen. Mhm. Und dann muss ich noch sehr genau gucken, okay, entspricht das jetzt wirklich der Wahrheit? Habe ich da dann diese Quelle? Aber ich kann dann sehr viel spezifischer suchen, wenn ich schon mal eine Ahnung habe, was denn das ist, was ich gesucht habe. Das heißt, dann kann ich mir eine Quelle suchen, um das Ganze zu bestätigen oder festzustellen, nee, ChatGPT hat gerade totalen Mucks erzählt. Mhm. Was mache ich jetzt? Ja. Also das ist tatsächlich was ich dann für meine Romane schon mal verwende, wenn ich halt über schnelles Googlen nicht das finde. Weil manchmal, nur als Beispiel zum Beispiel, du versuchst bei Discord eine Serveranleitung zu erstellen und was du bekommst, ist eine Anleitung, um einen Discord-Server zu bauen. Ah, okay. Und das ist was, das kannst du
Google einfach nicht mehr so gut fragen, wie du es jetzt, auch weil Menschen wie mich, ich das halt zumüllen mit irgendwelchen redaktionellen Texten, die sie selber irgendwie zusammengeschrieben haben. Es tut mir sehr leid. Ja, aber ich kann das verstehen. Also das ist eigentlich ganz cool, dass man dann ChatGPT so quasi als Suchmaschine umfunktioniert. Das ist eigentlich ganz klug. Und ich bin immer noch der Meinung, es sollte mehr Energie in Entwicklung von Tools gesteckt werden, die den Menschen wirklich helfen. Und zwar habe ich da mal so ein schönes Meme gesehen, dass es sollte mehr künstliche Intelligenz dafür verwendet werden, uns Aufgaben abzunehmen, die wir wirklich gar nicht machen wollen, damit wir halt kreativ arbeiten können. Weil das schafft die KI einfach nicht. Die KI kann einfach niemals so gut den kreativen Output eines Menschen nachahmen. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja, und das merkt man ja zum Beispiel auch an den verschiedenen Bild-AIs. Oh ja, ganz schlimm. Hände und es ist und manchmal Gesichter, es ist manchmal so gruselig. Also alle sind da so begeistert von und ich als jemand, ne, ich kann auch so ein bisschen Grafik, aber halt wirklich nur rudimentär und ich lasse das normalerweise Leute machen, die es können. Aber wenn du halt denkst, okay, ich lasse mir jetzt mal irgendwas zusammenstellen, um mal einen besseren Charakter zum Beispiel zu visualisieren, irgendwas, was ich wirklich nur für mich brauche, dann merke ich schon, wie beschränkt diese Tools sind, weil sie wirklich nur Sachen, die wirklich ganz, ganz, ja, viel im Internet vorkommen, verwenden können. Das heißt, wenn du eine blonde Heldin mit blauen Augen und Engelsflügeln haben willst, die kriegst du sofort. Wenn du sagst, ich möchte gerne eine Heldin mit hawaiianischem Hintergrund haben, die ganz viele Cornrows in ihren Haaren hat und außerdem violette Augen, dann spuckt es dir vielleicht irgendwas Ähnliches aus, aber nichts, mit dem du auch nur halbwegs glücklich bist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man da Ergebnisse bekommt, die irgendwie ein bisschen, ja, abweichen von dem, was man sich vorgestellt hat. Also Diversität kann das Tool anscheinend auch nicht. Nee, natürlich, weil das, wie soll ich sagen, das Internet wurde halt auch nicht unbedingt von diversen Menschen gestaltet. Und das merkt man halt dann an solchen Stellen. Und ich finde es halt sehr traurig und ich denke auch, wir sollten diese Art von Tools auch hinterfragen, was sie wirklich können und in unserer Begeisterung vielleicht auch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, vielleicht kann es das noch nicht, vielleicht kann es uns wirklich noch nicht ersetzen, sondern es kann nur ein paar Sachen machen. Also diese Tools sind dann gut, wenn sie mit der Kreativität von Menschen gestopft werden. Also gerade als Hilfsmittel, wenn du selber zeichnest und dann mit AI drüber arbeitest und dir wirklich Sachen abnehmen lässt, die dich vielleicht total anhetzen. Wenn du sagst, hier, bitte einmal die Konturen schärfer ziehen, solche Sachen. Ne? Was ja auch einfache Sachen sind, die AIs machen können und was für dich praktisch nur noch mal wirklich Arbeit ist in dem Moment. Ja, da gibt es ja zum Beispiel bei Photoshop, ich glaube, das ist Photoshop Beta, mittlerweile dann so ein KI-Tool, was dir halt solche Aufgaben dann auch abnimmt. Und diese Dinge finde ich auch völlig legitim, weil wenn ich jetzt eine Stunde da irgendwas rumbearbeite, damit das so und so aussieht und ich das mit zwei Klicks machen kann, dann habe ich eine ultra große Zeitersparnis. Gerade als Freelancer, wenn du viel mit Photoshop arbeitest und dir das die Zeit wiedergeben kann, die du sonst damit irgendwie halt vertrödelst. Und wenn dein Stundensatz sowieso schon mega niedrig ist, dann bist du halt einfach froh darüber, dass du halt von der KI die Hilfe hast. Weil so kannst du dich direkt dem nächsten Projekt widmen, hast einfach ein bisschen Zeit gespart, beziehungsweise wenn du jetzt nicht nach Stunde arbeitest, sondern du halt einen festen Betrag ausgemacht hast und du bist schneller fertig, dann ist das halt geil. Ja. Ja, das gilt ja für alle Sachen, auch für Bildretuschieren generell, ne? Also Sachen, die halt wirklich dann nervig sind und kleinteilig und ich glaube, die auch keiner wirklich gerne macht. Also das ist was, wo ich sage, ja, vielleicht sollte man diese Sachen eher nachbessern, als jetzt ganz auf die neuen Pferde zu setzen. Oder Buchsatz. Buchsatz werden auch viele Autorinnen kennen, gerade im Indie-Bereich. Also wenn man dann das Buch geschrieben hat, ist es ja noch nicht fertig. Dann muss das ja irgendwie noch in Buchform kommen. Und es genügt nicht einfach, das Word-Dokument irgendwie ins passende Format zu bringen. Nein, man muss die ganzen Sätze auch noch so ausrichten, dass sie gut lesbar sind und hin und her schieben und die Abstände richtig beachten. Und dann vielleicht auch noch schön Schnickschnack ins Buch machen. Ich mache das selber. Es hat auch irgendwie was Meditatives, aber das würde ich zum Beispiel an eine AI abgeben, weil ich mir auch einfach nicht leisten kann, da einen professionellen Grafiker noch bei meinen Indie-Büchern mit ranzusetzen. Und wo ich denken würde, wenn es zumindest eine AI hinterher kontrollieren würde oder so, weil das sind so Sachen, wo ich denke, das sind eigentlich Kontrolldinger. Das
klar, sollten immer Menschen auch machen. Mhm. Bestimmte Sachen müssten eigentlich auch outgesourced werden können an AIs. Ja, ich sag ja, das sollte halt einfach die Entwicklung von solchen Tools in solche Dinge gesteckt werden, die man halt einfach dann so abgeben kann, gerade solche Sachen. Verstehe ich voll. Deshalb war mir vielleicht auch wichtig, bei draußen auch unterschiedliche Möglichkeiten für AI-Einsatz zu zeigen oder was AI können muss oder wann sie Menschen entmündigt und wann nicht. Interessant. Also du machst mir das Buch jetzt immer mehr schmackhaft. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was du da dir ausgedacht hast. Ja, ich habe da halt alles reingepackt, was mich vor 10 Jahren interessiert hat und jetzt immer noch aktuell ist. Und das Witzige ist, das Genre habe ich ja auch vorhin mal erwähnt, Solarpunk. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist halt wirklich so ein... Das ist eine Nische, die ich noch nicht entdeckt habe. Genau, die kennt halt auch fast keiner. Ich hätte es als Jugenddystopie verkaufen sollen. Das hätte auf jeden Fall den Verkaufszahlen geholfen. Auf jeden Fall, Solarpunk ist mir persönlich ein Anliegen. Ich bin da vor ein paar Jahren drüber gestolpert. Der Terminus kommt aus Südamerika. Da gab es so die ersten Solarpunk-Anthologien. Im Prinzip geht es davon aus, dass die Geschichte am Ende sagt, am Ende wird alles gut. Also am Ende werden wir Klimawandel durch erneuerbare Energien und neuartige Konzepte zu denken in den Griff bekommen. Mhm. Die Geschichten dürfen trotzdem düster sein. Ich habe da einige sehr, sehr düstere in die Richtung Soylent Green auch gelesen. Mhm. Aber das Wichtige ist, du hast am Ende so ein bisschen diesen positiven Ausgang und du hast ein Worldbuilding, wo halt auch viel Natur drin ist. Also ich habe mich auch mit ein paar anderen, die sich so ein bisschen mit dem Genre befassen, ausgetauscht und die meinen zum Beispiel, draußen wäre ihnen schon wieder zu sehr Cyberpunk, weil es ja die AI gibt. So, und das sind dann auch so Geschmacksfragen, gerade in diesen sehr nischigen Genres, die irgendwo ganz hinten verschwinden, hat ja dann auch jeder so eine eigene Meinung. Und es gibt ja im gleichen Atemzug auch Climate Fiction, Hope Punk, ne, Solarpunk, das ist im Prinzip alles sehr, sehr dicht beieinander. Okay, es verschwimmt vielleicht auch dann so ein bisschen ineinander, je nachdem. Also könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde halt diesen Bereich total spannend, weil wir ja unheimlich viel Dystopien lesen. Hm. Also Dystopien werden ja schon seit, sind das jetzt 2 Jahrzehnte, also es frustriert mich so ein bisschen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir mehr Utopien brauchen. Also die Welt ist sowieso schon düster. Und dann füttern wir uns selber auch noch mit diesen ganzen düsteren Gedanken von wegen, ja, und am Ende haben wir hier sowieso. Ja, da habe ich mal eine Podcast-Folge zugemacht, Dystopien in Film und Serien. Und da bin ich so zu dem Schluss gekommen, das liegt einfach daran, dass gerade bei solchen actiongeladenen, dystopischen Dingen bestimmte Bereiche in unserem Hirn stimuliert werden und da halt, obwohl es eine Dystopie ist, trotzdem irgendwelche Glückshormone ausgeschüttet werden. Das ist halt einfach, weil es so aufregend ist. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Also ich glaube, bei Büchern könnte es ähnlich sein. Deswegen lesen ja auch viele Leute Thriller. Ne? Es ist ja auch meistens etwas düsterer, auch wenn es dann jetzt keine Dystopien im klassischen Sinne sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen damit zu tun hat. Und weil es halt trotzdem immer noch, naja, Fantasy oder halt Science Fiction ist, ne? Etwas, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Ja, ich glaube, ein Gedanke dahinter ist auch, dass wir dann Dystopien lesen, um zu denken, oh, denen geht's ja noch schlechter als uns. Weil ich glaube, wenn man jetzt momentan die aktuelle Weltlage sich anguckt, dann könnte es gar nicht besser schreiben. Ja, viele Sachen hätte man auch so nicht vermutet oder wenn man das geschrieben hätte, hätten einen alle ausgelacht. Ich denke, das ist trotzdem immer noch ein Bereich, aber wir sind jetzt so in so einer Umbruchphase, wo ich denke, mehr Utopien oder Sachen, die am Ende halt utopisch ausgehen, würden uns allen gut tun. Und das heißt ja nicht, dass es langweilig sein muss. Also viele Leute haben, glaube ich, so im Kopf, oh, eine Utopie, da ist langweilig, da ist ja alles so heititan. Nein, ist es nicht. Ich habe halt einige gelesen, da geht's im Kern richtig zur Sache. Und dann am Ende hat man aber einen positiven Ausblick. Also da wird einem einfach ein Weg ausgezeigt, wie man aus der ganzen Scheiße rauskommt und sich wirklich nochmal das ganze Blatt wenden kann. Mhm. Ja, also wie man den Klimawandel praktisch nutzen kann, wie man praktisch nach dem Klimawandel auch nochmal eine kaputte Welt wieder aufbaut. Und da sind ein paar total tolle, spannende Gedankenkonzepte von Autoren, von denen man sonst noch nie gehört hat in den meisten Fällen, die ich tatsächlich gerne lese. In vielen Fällen ist das leider nichts, was man mal so eben an einem Nachmittag runterliest, weil die Themen dann doch sehr komplex sind und es viele Sachen nur auf Englisch gibt, muss man dazu sagen. Also in Deutschland gibt es halt
ganz, ganz, ganz wenig zu dem Thema. Wie gesagt, deshalb war es vielleicht jetzt auch kein kluger Schachzug, das Ganze als Solarpunk-Roman zu bewerben. Aber es war mir persönlich einfach wichtig, das Thema so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Weil gerade, ich sag mal, wir stecken alle die Köpfe in den Sand wegen Klimawandel und beschäftigen uns lieber mit anderen Dingen, wobei jeder eigentlich so einen kleinen Anteil leisten könnte. Also es geht ja manchmal nicht darum, die Welt zu verändern, sondern einfach das eigene Denken, weil, seien wir ehrlich, was die Politiker machen, haben wir sowieso wenig Einfluss drauf. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, viele Menschen, ja, die kennen auch kaum Utopien. Ich glaube, viele Menschen haben damit einfach gar keine Erfahrung, Utopien irgendwie zu lesen, weil Dystopien einfach immer mehr im Fokus stehen. Halt auch in Verfilmungen, ne? Also ich sag mal so Tribute von Panem als Buchverfilmung, dystopisch, das lieben die Leute einfach. Und vielleicht muss einfach mal jemand eine tolle Utopie verfilmen. Ja, das wäre auf jeden Fall total toll. Ich überlege nämlich gerade schon, ob mir irgendeine Science-Fiction-Utopie einfällt, aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Und ich liebe die Tribute von Panem auch, wenn ich immer noch sagen muss, na gut, das ist ja eigentlich nur ein Battle-Royale-Abklatsch und überhaupt. Nein, es ist ja ein wirklich gut geschriebenes Buch und letztendlich sind alle Geschichten ja von einer anderen Geschichte kopiert und neu zusammengedengelt mit anderen Charakteren. Es gibt nur 10 Geschichten auf der Welt. Ja, genau. Ne? Ich habe auch das Buch gelesen. Ich glaube, The 7 Basic Plots, da wird halt auch davon ausgegangen. Ne? Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Letztendlich sind alles Variationen von den gleichen Grundgeschichten. Und das ist ja auch vollkommen okay, aber ich fände halt tatsächlich auch eine coole Utopie schön, nur das werden wir in den nächsten Jahren nicht bekommen, weil die Studios auch viel zu ängstlich sind und lieber auf Bewährtes setzen. Wobei Disney lernt ja gerade, dass das auch nicht immer funktioniert. Ja, Disney hat ja sehr viel Hate bekommen wegen einigen Produktionen aus der Vergangenheit jetzt. Ich habe auch noch gar nicht in diesen neuesten Zeichentrick reingeguckt. Also ich habe angefangen, ich glaube die ersten 5 Minuten und dann hatte ich keine Lust mehr von Wish. Aber ja, weil sie haben es auch irgendwie nicht so schmackhaft gemacht. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ja, ich muss halt auch sagen, ich habe große Hoffnung in Wish gesetzt, gerade so zum 100-Jährigen und überhaupt. Und es sah ja auch geil aus. Also dieser Mix aus computeranimiert mit aber dem Zweidimensionalen drübergelegt, fand ich erstmal sehr, sehr gut. Aber ich habe mich noch nicht getraut, den anzusehen, weil ich so viel negative Kritik jetzt dazu gehört habe. Und ich muss dazu sagen, ein paar gibt es auch, die ich einfach toll finde, auch die gar nicht so alt sind, ne? Also Vaiana oder Moana, finde ich, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Und ich habe gar nicht mitbekommen, dass im November ein zweiter Teil davon kommt. Was? Ja. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Also, das ist halt so dieses Disney-Problem, ne? Also jedes Ding braucht irgendwie eine Fortsetzung. Und ich finde, die können es auch einfach mal gut sein lassen. Ja, aber das hat ja schon mal Geld gebracht vielleicht. Am besten ist Mufasa, gibt es jetzt auch, ne? Was? Also König der Löwen, die Realverfilmung, weil die so gut gelaufen ist, kriegt halt Mufasa als Prequel. Okay, ich habe die gar nicht geschaut. Keine einzige von diesen Live, wie sagt man das? Live-Action. Soll man sagen, sie sind noch nicht mal Live-Action. Also Ariel, die Meerjungfrau, ist eigentlich auch ein Animationsfilm. Da sind so wenig Schauspieler drin. Das stimmt. Das traue ich mich einfach nicht zu gucken. Auch Aladdin, das weiß ich, das interessiert mich gar nicht, weil ich diese Geschichte halt kenne und ich möchte diese Geschichte jetzt nicht nochmal gucken. Irgendwie sträubt sich da etwas in mir dagegen. Wahrscheinlich ist es einfach diese Kindheitserinnerung, die ich nicht zerstört haben will. Vielleicht ist es so mit jetzt Menschen, die Kinder haben, oder würdest du das deinem Kind zeigen wollen oder lieber dann den alten Zeichentrick? Also mein Sohn guckt gerade ganz begeistert den alten Aristocats-Film. Ah, fantastisch. Und die Ghostbuster-Zeichentrickserie aus den 80ern. Auch wunderbar, habe ich auch geliebt. Ja, also nee, mein Sohn sieht halt schön die ganzen alten Sachen, kann er im Kindergarten nicht betreten, wenn es um Paw Patrol geht, aber ganz im Ernst. Ein paar Hunde, die irgendwie Polizeiberufe ausführen. Was können die im Gegensatz zu den Ghostbusters leisten? Nichts, würde ich sagen. Da kann ich was zu erzählen, weil ich hatte früher das Vergnügen, einige Folgen davon zu sehen, da ich während des Studiums 2 sehr aufgeweckte Jungs hatte, auf die ich aufgepasst habe im Kindergartenalter. Die hatte ich dann einmal pro Woche dann den ganzen Nachmittag und da durfte dann auch mal Paw Patrol geguckt werden. Oder der Dino-Zug.
Ich weiß nicht, ob den irgendjemand kennt, die nur Zug. Ja, aber Paw Patrol, muss ich sagen, ist nicht so meins. Wir haben dann auch schon mal Laban geguckt. Das ist, glaube ich, eine schwedische Serie mit so einem Gespenst. Das fand ich super süß. Das war irgendwie sehr, sehr niedlich. Aber ich würde dann auch eher auf die DuckTales gehen oder so. Aber gut, der eine war noch wirklich sehr, sehr jung. Ich glaube, mit 3-4 Jahren DuckTales verstehst du ja auch nicht alles. Nee, da muss man tatsächlich mit Kindern auch gucken, auch wenn die alten DuckTales tatsächlich ab 0 sind. Mein Sohn findet es immer total gruselig, wenn die Panzerknacker den Geldspeicher überfallen. Ne? Ja. Die Ghostbusters können einen Geist nach dem anderen auseinandernehmen und ganz New York kann von Geistern bedroht werden. Finde ich super. Ja. Ja, es ist super unterschiedlich. Also wie Kinder dann auch darauf reagieren, also muss man natürlich das Kind dann auch begleiten. Ja, also ich persönlich liebe die alten DuckTales und das war natürlich auch ein Grund für Disney Plus, ne, mir das anzuschaffen oder uns das hier anzuschaffen. Die ganzen alten Sachen, also die kann man, finde ich, immer wieder gucken. Ich finde, bei den neuen Sachen ist das nämlich nicht der Fall. So, und da gibt's halt so ein paar Perlen, immer mal wieder, wie gesagt, Vaiana ist für mich halt so eine Ausnahme, wo ich auch sage, ich begucke mir mal den zweiten Teil, weil das ist einfach ein toller Film mit einer tollen Figur. Frozen ist für mich so ein Hassthema, nicht mal, weil der Film so abgrundtief schlecht ist, sondern weil der uns einer Generation von Prinzessinnen beschert hat. Mhm. Ich glaube, das wollte der Film an sich oder die Geschichte gar nicht. Ich glaube, das wollte einfach eine Geschichte von zwei Schwestern erzählen, was ja auch total schön ist, aber ich glaube mal gelesen oder gehört zu haben, dass trotzdem mehr Männer Text haben in dem Film. Da war nicht ganz sicher. Ja, das könnte sogar hinkommen, die Frauen singen, glaube ich, nur. Ja, viel. Also, es ist halt auch so, wie das Merch aufgebaut ist und alles andere ist nur darauf abgerichtet, kleinen Mädchen Kronen und Kleidchen zu verkaufen und das finde ich halt ganz falsch und da ist Vaiana halt eine ganz, ganz andere Figur. Mhm. Tatsächlich finde ich Frozen 2 viel gelungener. Ja, den fand ich auch sehr, sehr schön. Da waren wir damals auch in der Pressevorführung, ich mit dem Michael. Und der zweite Teil hat mich vor allem auch durch die Lieder sehr verzaubert. Also den fand ich viel, viel schöner. Ja, auch die Handlung war viel durchdachter. Disney hat für mich allerdings auch das Problem, die Geschichten finde ich erwachsener. Also das, was sie jetzt auch als Kinder- oder Familienfilm promoten, sind eigentlich Geschichten für Erwachsene, die sich an ihre Disney-Vergangenheit erinnern. Ein Film wie Encanto. Encanto, ich wollte es nämlich gerade sagen, das ist für Kinder, die verstehen gar nicht, worum es geht. Nee, ich habe schon kaum verstanden, worum es geht. Richtig, richtig. Und auch ein Film wie Alles steht Kopf, das kannst du halt im Teenageralter, ne? Oder Red, super Film, aber auch Teenageralter. Ja. So, und das finde ich total schade, weil diese Familiengeschichten-Sache ist total weg. Und das ist halt auch das, was eigentlich das große Problem der Realfilme ist, weil ich habe mir tatsächlich halt Ariel und die Schön und das Biest angesehen und man kann nicht wirklich was dagegen und auch nicht dafür sagen. Es ist praktisch die gleiche Handlung, es ist ein bisschen erwachsener gemacht und vielleicht hat man sich an zwei Stellen gedacht, dass man Ariel mehr emanzipieren möchte, aber auch das ist gründlich schiefgegangen, weil man damit Erik seiner Daseinsberechtigung innerhalb der Geschichte beraubt hat. Also man kann sie gucken, sie sind toll als Kostümschlachten, als Special-Effekt-Schlachten. Es ist die gleiche Geschichte in einem anderen Gewand und ich liebe Zeichentrick. Also auch wenn ich Vaiana ertragen kann, weil die Geschichte einfach toll ist, ich bin überhaupt kein Fan von diesen 3D-Animationen, die ein Studio nach dem anderen verheizen und Leute in Hundertschaften in den Burnout treiben. Ja, ich fand das damals, als Findet Nemo rauskam, fand ich das voll cool, weil gerade diese Unterwasserwelt mit diesen Effekten, ich finde, da passt es sehr gut, gerade wenn diese Tiefe des Meeres, die kann man damit einfach ein bisschen besser darstellen als jetzt in einem 2D-Zeichentrick, finde ich. Ich finde, da hat es gut gepasst, aber ich finde, bei manchen anderen Filmen muss es nicht unbedingt sein. Und wenn es dann in so, ich sag mal jetzt wieder so eine Paw Patrol-Richtung geht, wo es ein bisschen günstiger aussieht, sag ich mal, dann gefällt es mir so absolut überhaupt nicht. Dann finde ich es ganz, ganz schlimm, weil es einfach, ja, es sieht so lieblos aus. Ja, und es ist ja noch nicht mal günstiger in der Herstellung. Das ist ja das total Irritierende. Es wäre ja viel günstiger, ein paar Zeichner zu nehmen und das Ganze dann am Computer zu animieren zum Beispiel. Mhm. Und für mich ist halt auch die Frage, wo will man damit eigentlich hin? Oder warum macht man das? Wollen die Leute das wirklich? Weil Vaiana hätte halt auch im normalen Zeichentrick funktioniert. Mhm. Toy Story damals. Das war ein Film, der einfach super gepasst hat. Und der halt auch irgendwo wegweisend war. Und
Nicht ohne Grund ist Toy Story bis jetzt auch eine Reihe, wo du dir eigentlich jeden Film angucken kannst. Und ich bin tatsächlich bei jedem wieder erstaunt, wo ich denke, hätte es jetzt noch einen gebraucht? Und ich denke am Ende, ja, also besser als das andere, was Disney so verzapft. Ja, finde ich auch. Also bei Toy Story bin ich auch komplett bei dir. Wie gesagt, diese neuen Realverfilmungen. Ich brauche das nicht. Wer da Spaß dran hat, gönnt euch. Ich bin nur jetzt mit den ganzen Streaming-Diensten sehr erstaunt, wie teuer jetzt alles geworden ist. Und wir werden schon den einen oder anderen jetzt erstmal wieder abschaffen. Disney Plus ist ja ein Jahresabo, haben wir. Mhm. Gibt's ja auch monatlich, aber wir haben es jetzt als Jahresabo. Aber ich finde so 20 Euro für Netflix im Monat heftig. Also ja, ich würde es mir jetzt auch nur noch anschaffen, wenn ich gerade was ganz gezielt gucken möchte, genau. Und dann für einen Monat. Und ich würde, glaube ich, auf die 4K bei den 20 Euro auch verzichten und dann eine Nummer runtergehen. Aber ich finde das halt auch sehr heftig. Ich verstehe, dass sie bei all den Produktionen auch das Geld irgendwie reinbekommen müssen. Allerdings ist die Qualität der Produktion auch nicht da. Also man sollte bei allen Streaming-Diensten eigentlich von der Masse weggehen, wieder zur Klasse, weil, seien wir ehrlich, wir haben eh keine Zeit, das Ganze, was da fabriziert wird, zu gucken. Ja. Ich habe aber einen Geheimtipp für dich auf Disney Plus, wenn du das noch nicht gefunden hast, und zwar eine Zeichentrickserie von Donald mit den drei Caballeros. Okay. Weil die findest du so nicht, die wird dir auch nicht vorgeschlagen. Ich weiß nicht genau, wie ich drüber gestolpert bin. Mhm. Es war so, dass ich dachte, Moment. Weil es gibt halt diesen ganz alten Musikfilm aus den 60ern, wo Donald mit seinen beiden Freunden Panchito Pistoles und José Caballero Abenteuer erlebt. Also im Prinzip machen die nur irgendwelche Frauen an, ein bisschen eine fragwürdige. Ja, ja. So waren die 60er. War es in den 60ern oder was noch früher? Egal. Mhm. Und diese Mischung kenne ich halt aus zwei Don Rosa Comics. Don Rosa ist mein absoluter Lieblings-Comic-Zeichner, der praktisch so die Tradition von Karl Barks ja vorgesetzt hat. Und der hat im Prinzip zwei Geschichten geschrieben, wo Donald wirklich der Held ist. Wo halt mit diesen beiden anderen Charakteren zusammen kann er halt auch mal Held sein, obwohl ihm dauernd was schief geht, weil sie ihn akzeptieren für das, was er ist. Und wenn bei ihm was schief geht, sagen sie, wow, Donald hat hier den Weg gefunden. Dass er dabei irgendwie von 20 Piranhas angeknabbert wurde, ist egal, aber Donald hat den Weg gefunden. Und auf dieser Idee baut diese Zeichentrickserie aus, auch mit irgendwie einer Menge abgefahrener Figuren und Mythologie. Und ich sitze da und sehe mir das an und habe total Spaß. Und das ist halt eine, ich glaube, für Italien produzierte Serie. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Also hier ist die ganz in der Nische verschwunden. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, auch nur ein oder zwei Staffeln, ganz wenig Folgen. Ich habe sie auch nicht komplett gesehen, weil sie sowas war, was ich mir aufsparen wollte. Okay. Aber ich habe da echt super Spaß gehabt, weil das mir total an meine Kindheit einerseits angeknüpft hat, aber sie auch viele Sachen machen, die ja für die heutige Zeit passend sind. Okay, dann kommt das mal auf die Liste. Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn du draußen dir als Verfilmung vorstellen könntest, wo sollte es produziert werden? Wo kann ich es dann gucken? Sag Studio Ghibli. Oh ja. Ja, ja, ja. Also tatsächlich, fände ich das als Zeichentrickfilm von Ghibli, wäre allerbesten. Das wäre die Idealvorstellung, weil ich glaube, es hat tatsächlich auch so ein paar Ghibli-Momente, glaube ich, vielleicht ein bisschen erwachsener. Ah, auch nicht. Ja, ja, ich würde Studio Ghibli sagen. Cool. Vollkommen richtig. Das finde ich sehr, sehr schön. Eine Frage habe ich doch noch. Und zwar, normalerweise lassen wir unsere Gäste im Podcast auch nochmal die Skala auf der, ja, die Nerd-Skala ein bisschen erklimmen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist dein Nerd-Faktor? Wir haben schon einiges gehört. Also, ihr ZuhörerInnen da draußen, ihr habt bestimmt schon eine Vorstellung. Wie würdest du dich einschätzen? Ich denke, ich würde nicht so hoch liegen, wenn ich mich bei einer 8 einstufen würde. Ja, da stufe ich mich auch immer ein. Sehr gut. Ich habe noch nicht mein komplettes Hab und Gut verkauft, um einen Todesstern bei mir im Garten zu bauen oder was ähnliches. Insofern höher geht's, glaube ich, nicht. Aber bei einer 8 bin ich, glaube ich, schon gut bedient. Sehr schön. So, du darfst gerne auch noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Was können wir als nächstes von dir sehen, hören? Ja, also auf jeden Fall könnt ihr demnächst schon mein Buch The Olympian Job vorbestellen, was im Wunderzeilen Verlag erscheint am 28. November. Es geht um einen Heist in einer mythologischen, angehauchten Zukunft, wo die Götter zur Erde zurückkamen und praktisch nur der Abschaum der Menschen und der Götter da ist. Trickster-Gottheiten und der größte Coup nach der Götterdämmung und ein cooles Schwesternpaar warten auf euch.
Sehr gut. Dann werde ich das mal unten in der Infobox für euch verlinken, damit ihr da einmal reinschauen könnt. Natürlich auch Marys Insta und alles andere, was sie mir noch zur Verfügung stellen möchte. Ihr könnt natürlich wie immer uns Feedback geben. Geht einfach auf nerdizismus.de. Dort findet ihr alle Kontaktdaten. Ich bin nicht so wie der Michael und schaffe es, die WhatsApp-Nummer auswendig zu lernen. Da müsst ihr leider drauf verzichten, aber ihr findet uns natürlich über alle Kanäle eurer Wahl, Insta, Facebook, wer möchte, und natürlich unsere Website. Ich wünsche euch viel Spaß bei weiteren Podcast-Folgen mit uns und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, liebe Mary, dass du heute da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.